Ich begrüße euch. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin Astrologin und Kartenlegerin und ich habe mediale Fähigkeiten und ich kann auch Botschaften vermitteln. Diese Aufnahme ist eine Beratung und hier kommt alles zusammen. Astrologie und Karten und auch die Botschaft. Wir bleiben anonym und die E-Mail, was ich erhalten habe, hat Itana geschrieben. Itana hat nichts erzählt über sich selbst, gar nichts. Die Frage war, bin ich auf dem richtigen Weg, wo soll ich mich konzentrieren, was soll ich loslassen? So etwa die Kurzbeschreibung, der Inhalt des E-Mails und wir fangen an diese Beratung. Liebe Itana, ich grüße dich, natürlich jeder, wo das Video anschaut, aber das ist jetzt mal dein persönliches Video, das ist die Beratung und nicht nur die Kartenbild, sondern hier von mir ist auch dein Horoskop, natürlich, das werde ich auch deuten. Ich habe noch eine Botschaft auch dazu genommen und habe ich mal meine medialen Fähigkeiten auch, setze ich auch ein. Das ist jetzt eine komplette Beratung. Ich fange mal an mit der Botschaft und dann schauen wir mal die Horoskop an und natürlich dazu auch die Karten. Die Botschaft wäre für dich, Lernaufgabe ist für dich gerade, dein Finanzen überprüfen und dein Finanzen in Ordnung bringen. In die Liebe kommt noch jemand entgegen. Dein Weg ist, dass du hochkommst und deine Herkunft, dein Wurzel, deine Vergangenheit hast du noch viel Schmerz und du sollst nicht diesen Schmerz betrachten, weil das zieht dich nach unten, sondern schau eine andere Richtung. Nicht was dich unterzieht, sondern das, was dich hochbringt. Wichtig ist gerade für dich, dass du dich zurückkehrst zu dir selbst. Und noch eine Botschaft für dich. Von oben bekommst du Hilfe und Unterstützung. Also das war die göttliche Botschaft oder Engelbotschaft. Ich bin dafür Kanal, ich empfange das und so kann ich das für dich vermitteln. Dann fangen wir mal an. Du bist im Tierkreiszeichen Krebs geboren, heißt du Aszendent Zwilling, aber im ersten Haus, was nichts anderes ist als dein persönlichen Bereich, ist nicht nur die Zwilling, sondern auch Krebs und natürlich auch deine Sonne. Die Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Waage, aber das ist eingeschlossen, sagt man. Also das ist mal Sonne, Mond und Aszendent mal zum Orientieren für die auch, wo die diese Aufnahme anschauen. Dein Leben beginnt mit diesem Aszendent und das ist Zwilling. Und das bedeutet, das ist dein Geburtsmoment, die erste Atemzug. In diesem Moment steigt im Osthorizont ein Tierkreiszeichen auf und bei dir ist nicht nur dieser Tierkreiszeichen Zwilling, sondern gleichzeitig auch Venus. Das bedeutet, in diesem Moment, wo du geboren bist und hast das Licht erblickt, ist im Osthorizont aufgestiegen der Planet Venus. Auch das kam zum Licht wie ein Sonnenaufgang, kann man so verstehen. Also das ist ein besonderer Bezug zu diesem Planet, weil das ist, gehört zu deinem persönlichen Planet. Und das ist die Weiblichkeit, das ist das Schönheit, das ist die Harmonie, das ist das Kunst, das ist das Ästhetik. Nimm mal das an als deinen persönlichen Begleiter oder könnte ich sagen Begleiterin, weil mit Venus ist eine weibliche Energie. Und in griechischer Mythologie ist das nichts anderes wie Aphrodite, die Liebesgöttin. Das zeigt viel von deiner Persönlichkeit schon.
dass du harmoniebedürftig bist, dass du achtest auf deinen Aussehen, also bist gepflegt und weiblich, das ist dir auch wichtig, die Schönheit, die Harmonie und auch, dass du künstlerische Begabung hast. Und dieser Planet, diese Venus, begleitet dich bis zum dein Lebensende, weil das gehört zu deiner Persönlichkeit. Das bedeutet, Venus hat nicht nur begrüßt dich bei deiner Geburt, sondern bleibt bei dir. Und Venus ist auch das kleine Glück und das ist nochmal eine Botschaft, dass immer wieder mal Glück im Leben und das soll dich auch begleiten. Also das ist dein Geburtsmoment, aber mit diesem Moment, der erste Atemzug, dieser Geburt, bleibt unser Leben nicht stehen, sondern so wie die Planeten bewegen sie sich auch, unserem Leben ist auch eine ständige Bewegung. Und mit deinem Lebensalter bist du einen Punkt angekommen, wo in deinem Geburtshoroskop Uranus steht. Und es sind Veränderungen und Umbrüche. Also du könntest es mal so vorstellen, dass du machst Schritte in dein Leben und da ändert sich immer etwas. Und du bist jetzt gerade mit deinem Lebensalter in einen wichtigen Punkt erreicht in dein Leben, wie ein Knoten oder wie eine Kreuzung, könnte ich auch sagen. Und diese Kreuzung, wo du bist, wirkt Uranus, die Umbrüche und die Veränderungen. Und die Tierkreise zeichnen, wo du dich jetzt noch befindest mit deinem Lebensalter, ist die Skorpion. Und das ist eine Wandlung. Also so viel kann ich mal mitteilen, dass du gerade in einer Wandlung befindest und dass das Umbrüche und Veränderungen kommt momentan, weil das, was du im Augenblick in dein Leben, Lebensalter gerade erlebst. Es kann auch sein, dass diese Veränderungen gar nicht deine Entscheidungen sind oder nicht alles deine Entscheidung, sondern gibt Eindrücke, Impulse von außen und dass die vielleicht lenkt dich in eine Richtung. Deine Frage war, wie geht's mein Lebensweg weiter und auf was soll ich fokussieren und was soll ich loslassen? Und das schauen wir mal im Kartenbild an. Hier befindest du im Kartenbild. Und hier zwei Karten neben dir, das würde ich mal erwähnen. Bei mir fehlt jetzt auch ein, diese Botschaft, diese göttliche Botschaft, was ich mitgeteilt habe, kehr zu dir selbst zurück. Also das war die Botschaft und das verbinde ich schon mit der Karten. Diese Treue natürlich bedeutet auch Freundschaften, das wo gerade du Freundschaften pflegst oder neue Freundschaften kommen. Vor allem diese Karte der Park ist auch Freizeit, Unternehmungen. Also das bewegt sich auch die Reiter hier. Auch zeigt auch Bewegung an. Also das bedeutet auch, dass bei dir Freundschaften kommen, vielleicht sogar neue Begegnungen. Es ist beweglich und dass du was unternimmst oder in Freizeit machst du etwas mit Freunden. Aber ich verbinde diese Karte, dieser Hund, was auch die Treue symbolisiert, verbinde ich mit dir, wobei du da die Rücken zeigst, also du schaust es so nicht genau an. Kann auch bedeuten natürlich, dass du gerade Rücken zeigst zu deinem Bekanntenkreis oder Freunde, aber sie kommen auf jeden Fall wieder auf dich zu. Aber bedeutet mir diese Karte auch, und das ist mit dieser Botschaft stimmig, sei zu dir selbst treu. Und die Bär bedeutet,
Natürlich kann das auch ein Vorgesetzter sein, im Arbeitsplatz ein Chef oder Chefin, aber bedeutet auch Stärke. Also zeig gerade Stärke im Leben und sei zu dir treu. Hier, was ich noch erkenne, du machst Gedanken über einen Mann. Aber noch kommt etwas hier, noch Verbindungen, was mit der Finanzen betrifft und noch irgendeine schriftliche Sache, das hat mit Geld zu tun und mit einer Person, wo Ansehen hat, das kann auch dein Vorgesetzter sein, kann auch ein Anwalt sein, also eine Person, wo etwas bestimmt in dein Leben und hier kommt noch eine Botschaft, kommt eine Nachricht, kann aber auch ein Vertrag sein und das hat etwas mit Finanzen zu tun. Also das, wo du jetzt gerade schaust und die Botschaft war auch, was ich erhalten habe, Botschaft, achte gerade auf deine Finanzen und bring deine Finanzen in Ordnung. Aber jetzt kehre ich mal zurück, ich bisschen springe ich hin und her, mal zu Astrologie, mal zum Karten, weil ich möchte das schon verbinden, miteinander verbinden. Und jetzt vielleicht gehe ich mal erstmal auf die Horoskop ein und dann vielleicht verbinde ich das mit der Karten, ich schaue so beide Bilder an. Ich würde mit ein Karma beginnen. Es ist ein karmisches Horoskop und ich denke, so kann ich besser diese Essenz rausholen, was dir auch helfen soll, jetzt zu orientieren. Dein alter Karma steht im höchsten Punkt im Horoskop. Das bedeutet, dass du im vergangenen Leben, ich muss das mit karmisch analysieren, ein Horoskop und dein Horoskop ist, zeigt karmische Richtungen an und das finde ich wichtig, obwohl viele glauben nicht an Wiedergeburt. Ich möchte jetzt es nicht mit Glauben vermischen, sondern es sind alte Erinnerungen und ich bin davon überzeugt, dass das von vergangenen Leben kommt. Und im Horoskop gibt es bestimmte Zeichen dafür, was auch in diese Richtung deutet. Und unabhängig jetzt von irgendwelchen religiösen Richtungen, möchte ich doch dieser Horoskop, also dein Horoskop, karmisch erleuchten, weil so kann ich das besser erklären. Das bedeutet, dass du im vergangenen Leben, das kann auch das gesamte Erfahrungen, das, was du gesammelt hast von Vergangenheit, im vergangenen Leben hast du eine hohe Position erreicht. Du warst in Öffentlichkeit oder im Mittelpunkt, warst du bewundert, du hast deine Ziele erreicht. Mindestens mal in dem Sinne, dass du diese Anerkennung, diesen Status, diese Bewunderung bekommen hast. Aber hier liegt eine Lernaufgabe. Du sollst wieder zu dieser Position gelangen, so wie die Botschaft war auch, was ich dir vorgelesen habe. Was ich als Medium bekommen habe, komm hoch. Und genau das ist, was du wiederholen sollst von den alten Karma. Liegt auch der Glückspunkt hier, genau in diesem karmischen Bereich. Das heißt, all das, was du von deinem vergangenen Leben mitbekommen hast, mitgebracht hast, diese alte Erfahrungen, wie du dein Ziel erreicht hast, wie du diese Position gekommen bist, wie du diese Anerkennung und Bewunderung bekommen hast,
Das hat dich glücklich gemacht und in diesem Leben sollst auch das gleiche Glück haben und da liegt dein Glück. Die Lernaufgabe ist, dass du hier aufräumst, weil diese alte karmische Erfahrungen ist zwar der höchste Punkt im Horoskop, in diesem Bereich, also nicht genau das Punkt, wo die MC liegt, sondern in diesem sogenannten 10. Haus, wo dein absteigender Mondknoten liegt, also Vergangenheit, das liegt im Tierkreiszeichen Fischen. Die Tierkreiszeichen Fischen, das sind eigentlich zwei Fischen. Die eine schwimmt mit dem Strom, die andere Fisch schwimmt gegen den Strom. Und wenn man versucht, gegen den Strom zu schwimmen, kommt man ein bisschen ins Chaos. Und mal allgemein, die Fischengeborenen, vielleicht hilft viele Fischergeborenen, lernen in die richtige Richtung schwimmen, dann merken sie, dass das Wasser trägt die und sie sind getragen von der göttlichen Energie her getragen und die lernen diese Vertrauen und nicht in Ängste zu versuchen. Also das mal zur Beschreibung aus dem Grund, dass du hier eine Lernaufgabe hast, diese Chaos oder gegen den Strom zu schwimmen, dass du im Einklang bist, Harmonie mit der Natur und dass du sich tragen lässt im Leben. Also das vielleicht die Richtung wichtig hier bei den beiden Fischen, weil das hängt mit deiner Vergangenheit zusammen. Das hängt zusammen mit deinen karmischen Erfahrungen. Du hast da Glück gehabt, du hast da Anerkennung bekommen, du warst ganz oben, du hast die Bewunderung erhalten, du hast deine Ziele erreicht, aber immer gegen den Strom. Und das ist nicht einfach, das ist mühsam, das ist schwer. Trotzdem hast du das geschafft. Und liegt auch der Glückspunkt, hier hast du immer wieder mal auch Glück gehabt in dein Leben. Also hier begleitet dich auch das Glück, so wie die kleine Glück der Venus auch bei deiner Geburt. Und hier ist die Richtung zu bestimmen, in welche Richtung du schwimmst im Leben. Und das kannst du nur mit Vertrauen. Und das, was die Tierkreiszeichen Fische vermitteln, in richtige Richtung zum Schwimmen, das Wasser, das Element Wasser, Vertrauen, dass das Wasser trägt und man versinkt nicht im Wasser, sondern bleibt oben. Und das ist das Punkt, was du hier und jetzt in diesem Leben lernst, oben zu bleiben. Gegenüber liegt die Aufgabe, was du lernst. Und die Aufgabe, was du lernst, das sind die Jungfrau-Eigenschaften. Das heißt, ein Fischgeborenen oder bei dir die absteigende Mondknoten in Fischen haben immer mal so Phasen im Leben, wo ein bisschen so chaotisch ist. Und hier erstes Mal in richtige Richtung schwimmen, im Vertrauen bleiben, dass du oben bleibst und dass du immer hochkommst, weil die Glück begleitet dich. Aber nicht so wie früher vielleicht, das bisschen chaotisch, sondern systematisch Ordnung, mit Ordnung, also schaff Ordnung in dein Leben. Weil das ist diese Jungfrau-Eigenschaft. Erstes Mal trennen Spreu von Weizen. Hier sieht man auch, das betrifft auch die Bekanntenkreis,
die Menschen, wo du in dein Leben begegnet hast, hier zeigt auch an. Hier sind die Freunde, die auch dich anschauen und kommen wieder, aber du zeigst Rücken. Irgendwas spürst du, dass in deiner Umgebung, in deinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, ist vielleicht bedrückt dich etwas oder es ist, ich sehe nicht die Falschheit, das würde ich nicht behaupten, aber hier dieser Turm heißt, die haben dich immer wieder blockiert im Leben. Und das, was du spürst, deswegen schaust weg, du schaust in andere Richtung. Das kostete dir auch viel Kraft, das Ganze. Und so zurück zum Astrologie. Die Lernaufgabe ist diese Jungfrau, ist auch eine Eigenschaft, was die Jungfrau-Geborenen vermitteln, trennen die Spreu von Weizen. Und das sind viele, kann das bedeuten. Das kann deine Gewohnheit sein, dass du dabei bleibst, was dir hilft, was für dich wichtig ist. Kann natürlich die etwas sein in deiner Umgebung, irgendwelche Gegenstände, dass du da auch verabschieden kannst von etwas und trennst von Sachen, was dich erinnern an etwas, was du gar nicht möchtest. Kann auch die Freundeskreis, Bekanntenkreis, Menschen in deiner Umgebung auch bedeuten, die wo dich hindern und blockieren. Und das liegt hier in deiner Vergangenheit mit dem Turm immer wieder mal Freundschaften, wo dich blockiert haben im Leben. Und wenn ich die Karte vermittle, die Turm, die Freunde, die Ring und liegt die Fuchs dabei. Also ich, wie gesagt, möchte ich nicht behaupten, dass jetzt viele in deiner Umgebung unehrlich waren zu dir, aber du hast diese Unehrlichkeit auch erlebt. Also hier mal sortieren. Dann hast du mal einen Schritt in deine Lernaufgabe schon getan. Dann bei der Jungfrau ist auch wichtig Ordnung. Ordnung, das ist nicht nur im Schubladen, sondern einfach in dein Leben Ordnung zu bekommen. Und das, was hier auch wichtig ist, dann war die Botschaft auch, komm hoch. Und dich, diese aufsteigende Mondknoten, diese karmische Mondknoten, was die karmisch, was ich als karmische Aufgabe betrachte, etwas zieht dich nach unten. Hier ist auch Saturn nochmal etwas, was dich belernt auch. Die Botschaft war auch, verabschiede von Erinnerungen, was dich nach unten zieht. Und astrologisch ist es dein Herkunft, dein Wurzel. Etwas ist da, was dich traurig macht oder war streng, ein strenges Elternhaus vielleicht oder Erinnerungen, wo du dich nicht frei fühlen dürftest. Etwas zieht dich nach unten. Und erstmal diese Emotionen aufräumen. Dann natürlich trennen von allem, was dich hindert. Ich habe schon gesagt, das sind auch Eigenschaften oder Gefühlen oder welcher Gegenstand, aber auch Menschen. Also dass du da aufräumst, weil dadurch kommst du zum Ordnung. Und mit dieser Energie natürlich dazu erlangen, was du früher in die früheren Leben schon erlebt hast, dass du diese Anerkennung bekommst, dass du diese Bewunderung bekommst, dass du in die Öffentlichkeit stehst, dass du wieder hochkommst, wieder oben bist. Dann möchte ich noch erwähnen, dein Mond ist eingeschlossen. Es ist zwar wieder Venus betont
und Mond sind deine Gefühle, dein Innerleben. Hier befindet sich im Tierkreiszeichen Waage und Waage ist ein Venuszeichen. Wieder die Weiblichkeit, die Schönheitssinn, die Ästhetik, die künstlerische Begabung, aber auch die Harmonie ist dir sehr wichtig. Für deine Seele ist es enorm wichtig, immer die Harmonie und schön und schöne Umgebung und auch deine Weiblichkeit. Und das ist auch, gehört ganz stark zu deiner Persönlichkeit. Aber dieser Mond, deinen Gefühlen, sind im Horoskop, man sagt, eingeschlossen. Du fühlst dich nicht frei. Du hast dich noch nicht so frei gefühlt, dass du spürst, dass das Leben mit Leichtigkeit gehen kann. Oder eine spielerische Art und Weise. Du weißt auch, dass du Begabung hast, dass du sehr kreativ bist, bist auch sehr spirituell, weil du hast auch Ahnung, was so kommt. Also das Altes, und das ist wie eingesperrt, es wartet drauf, befreit zu sein. Und das ist wieder eine Aufgabe, all diese Eigenschaften befreien. Und wenn du da aktiv bist, und das ist bei mir die fünfte Haus, und das ist ein Löwenhaus eigentlich, das Leben betrachten wie eine Bühne, und in die Bühne sollst du die Hauptrolle spielen und das natürlich auch genießen, und Lebensfreude, das ist wichtig. Und wenn du deine Lebensfreude findest, dann befreit dich das. Weil das ist der Weg, dich befreit zu fühlen. Und du, wenn du frei bist und spürst diese Leichtigkeit, und dann kommen diese Talente, diese Begabungen, was du hast, und ich betone nochmal, sehr kreativ, künstlerisch und auch sehr spirituell. Wenn du diese Begabung raus von dir befreit ist und das zeigen kannst und das in Öffentlichkeit zeigen kannst, dann kommst wieder hoch. Und das ist eigentlich, da sehe ich deine Berufung auch. Deine Berufung ist die Kunst, die Kreativität, aber auch die Spiritualität. Und da kannst du wieder oben sein, in Öffentlichkeit. Und es ist sehr wichtig, dass du in Öffentlichkeit stehst, weil etwas zieht dich nach unten. Und es ist auch die Lernaufgabe, dass das nicht unten bleiben, verstecken deine Talente, deine Fähigkeiten, sondern dein Weg ist wieder, etwas wiederholt sich in dein Karma, wiederholt sich etwas in die Karma, das in die Öffentlichkeit zu zeigen. Aber nicht verspielen diese Talente, diese Fähigkeiten, sondern damit Ordnung reinbringen. Also du brauchst dazu, du hast Glück und dein Schicksalsweg lenkt dich auch in diese Richtung und lass da davon dich tragen auch. Aber was du lernst, diese Ordnung, das ist die Jungfrau und das ist Erdeelement. Das hat mit Materie etwas zu tun. Das heißt, das ist nicht nur die Glanz, was du durch deine Berufung erlangen kannst, sondern deine Lernaufgabe, wirtschaftlich zu denken und es vermarkten. Ich versuche mal so ein bisschen zusammenfassen das Ganze, damit wir erreichen, dass das einen Kern hat, das Ganze. Du bist sehr stark Venus betont. Venus steht exakt in dein Aszendent,
im Zwilling. Die Zwilling handelt, also soll es mit dieser Venus-Energie, und das ist die Kunst, Kreativität, auch handeln, vermitteln. Das ist, liegt an deiner Natur auch, also nütze das. Dann, dein Mond ist auch sehr Venus betont, weil Licht im Tierkreiszeichen Waage. Und über die Tierkreiszeichen Waage herrscht der Planet Venus. Also nochmal eine Venus-Betonung. Aber eingesperrt. Irgendwas sperrt dich, fühlst du dich eingeengt. Du hast das Gefühl, irgendwas schlummert an dich, aber kommt nicht raus. Befreie dich davon, und das kannst nur dann, weil alles spiegelt sich im fünften Haus an, dein Mond, dieser eingesperrte Mond im Waage befindet sich im fünften Haus, und das ist das Bühne des Lebens, und hier die Hauptrolle zu spielen, und das ist die Lebensfreude. Also versucht, deine Lebensfreude finden. Und so fühlst du dich dann frei und gelassen. Das hilft dich dabei, deine Berufung zu leben. Und oben, wo eigentlich schon kennst auch von alter Karma, weil du warst schon hier in diesem Punkt, also du warst schon mal ganz oben, das heißt, dieser Weg ist für dich vertraut, nichts Fremdes, also mach wieder das gleiche Weg wie früher, aber anderes. Das heißt nicht gegen den Strom, was mühsam ist, mit Zweifel oder Ängste, was dich unten zieht, sondern mit Gelassenheit, spielerisch, dass du wieder Leichtigkeit versuchst, jetzt in andere Richtung schwimmen und vertrau dein Schicksal, dein Leben, dass alles dich trägt, die Botschaft, was ich dir vermitteln will, auch, du stehst im göttlichen Schutz, du bekommst Hilfe. Nicht nur das zeigt mir, sondern du hast hier oben die Glückspunkt. Das heißt, das ist der Lebensbereich, wo du Glück hast im Leben, ganz oben zu sein und deine Berufung zu leben. Die Tierkreiszeichen geben die Richtung an. Das ist Wassermann und Fischen. Im höchsten Punkt ist Wassermann, das ist außergewöhnlicher Beruf. Das sind tolle Ideen und du kannst diese tolle Ideen verwirklichen. Und dann kommt noch die Fischen dazu und natürlich, das ist sehr einfühlsam auch. Also du könntest mit Menschen auch einen Beruf wählen, wo du mit Menschen arbeitest. Aber das wäre auch nicht nur die Kunst, sondern auch die Spiritualität auch. Hier herrscht über diese Tierkreiszeichen Neptun. Und das ist die höhere Oktave von Venus. Dann sind wir wieder bei Venus-Energie. Hat Ähnlichkeit mit Venus. Bisschen vermischt mit Mond. Aber eine gewisse weibliche Energie. Und das ist auch die Intuition und auch die Inspiration, was Neptun auch verkörpert. Also lass dich inspirieren, hör auf deine Intuition, dann auch die Wassermann-Energie, die tolle Ideen, die zur Zeit vorausdenkende, plan voraus bisschen und komm mit diesem Energie hoch. Aber nützt die Jungfrau-Eigenschaften, weil das ist deine karmische Aufgabe. Ich könnte es so ausdrücken, deswegen bist du wieder geboren, damit du das aneignest, die Eigenschaften von Jungfrau. Weil das brauchst du noch. Vielleicht hast du diesen Erfolg, diese Anerkennung früher gehabt, aber du hast es nicht umgesetzt auf die materielle Ebene. Und du brauchst diese Ordnung auch. Und das ist das Geld. Und das, was die Botschaft auch sagte, kümmere um dein Geld, was du gerade anschauen sollst. Und hier in die Karten schaust auch in diese Richtung. Du schaust hier, das ist deine Kraft, was du jetzt gerade brauchst, kann aber auch eine Person sein, wo Ansehen hat. Und hier eine Wechsel
eine Veränderung, hier etwas Schriftliches. Das kann eine Nachricht sein oder kann ein Vertrag sein. Hat das mit der Finanzen zu tun? Und hier diese Karte Baum heißt, es kränkt etwas im Finanzen. Kränkt etwas im Finanzen und da sollst du das in Ordnung bringen. Hier das Berg, das zeigt auch an, dass dich etwas bedrückt. Bedrückt dich momentan etwas und das ist deine finanzielle Lage. Und das soll ein Ende sein. Dass dieser Berg, das, was dich bedrückt finanziell, dass du das beendest. Aber hast das Glück da und magst auch das, der Weg. Es ist nicht schwer, wenn man weiß, wie das geht. Und mein Rat ist, vertraue deinen Talenten, deine künstlerische Begabung, deine spirituelle Art. Mach deinen Weg, dass du oben kommst. Es ist nicht schwer, weil das ist deine alte Karma. Das ist dir vertraut. Etwas zieht dich nach unten und das ist deine Herkunft, dein Elternhaus, dein Wurzel, wo etwas streng war, aber du hast damals vielleicht hat dich das gestört oder traurig gemacht hat, aber du hast diese Strenge gebraucht, weil du sollst jetzt so hochkommen beruflich, dass du diese Jungfrau-Eigenschaften mit einfließt, dass du auch umsetzt deine Talente auf materielle Ebene und dass du Ordnung schaffst in dein Leben, aber auch beruflich. Und das ist, was hier über Horoskop erklären kann. Dann ist nochmal etwas Wichtiges. Mars, der Planet Mars, das kann natürlich ein Mann auch sein. Aber Mars ist die Motorik in unserem Leben, was alles in Bewegung setzt. Und Mars brauchen, sogar wir Frauen brauchen auch Mars, uns durchsetzen im Leben. Aber das ist bei dir im 12. Haus. Das heißt, wie in den geschlossenen Türen. Und weil du so stark Venus betont bist. Und ein Venus betonter Mensch liebt die Harmonie und die Schönheit. Es fällt nicht leicht, dann mal auch laut werden oder dich mal durchsetzen oder wenn das angebracht ist, mal laut deine Meinung zu sagen. Ich würde nicht sagen Aggressivität, das braucht man nicht, Streit. Aber diese Kraft zu haben, deine Wünsche, dein Willen durchsetzen im Leben. Und es ist gar nicht einfach, dass du diese Energie des Marses, dass du das auch nützt. Natürlich kann das auch ein Mann bedeuten, eine Beziehung, eine Liebe, was im Geheimen ist. Das kommt auch noch dazu. Aber auch die Durchsetzungskraft. Also du tust damit schwer, dich durchsetzen im Leben oder deine Meinung mal richtig sagen, weil du achtest drauf, das andere nicht verletzt und brauchst die Harmonie. Dazu kommt noch, dass deine Sonne im Krebs ist natürlich sehr mütterlich, feinfühlig. Und so ein feinfühliger Mensch, wie du bist, natürlich möchte andere nicht verletzen, aber manchmal ist es auch fast notwendig, weil sonst bist du enttäuscht und es zieht dich wieder nach unten. Und die ganze Richtung geht bei dir darum, dass du loslässt all das, was dich nach unten zieht, dass du wieder hochkommst und das, was du dann kannst, auch umsetzt um auf die materielle Ebene und dass du die Finanzen in Ordnung bringst. Die Horoskop, die Geburtshoroskop natürlich ist
die Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, so standen die Sterne in diesem Moment, in deinem Geburtsmoment über dir, und das begleitet dich im Leben lang und das ergibt sich deine Persönlichkeit auch. Aber diese Planeten bleiben nicht so, wie in deinem Geburtsmoment war, sondern die bewegen sich. Planet heißt auch beweglichen Sternen. Und durch diese Bewegung aktivieren immer wieder mal die Horoskop. Und dann kommen Veränderungen im Leben. Oder hast eine Lernaufgabe. Oder kommen Erinnerungen. Oder kommt was Neues. Die sind Einflüsse von außen. Und das sind die kosmischen Einflüsse. Und da möchte ich mal so ein paar Daten auch nennen, in welche kosmischen Einflüsse stehst oder bist gestanden. Also einmal die Mars, dieser bewegliche Mars, hat erreicht in dein Geburtshoroskop in einem Zeitpunkt die Chiron-Position. Das heißt, Chiron ist ein Kleinplanet. Und dieser Chiron erinnert uns an etwas, was uns schwächt, was uns kränkt im Leben. Oder wo wir uns schwach fühlen im Leben. Und das ist bei dir schon im zwischen 11. und 12. Haus, im Grenzbereich. Und das bedeutet, dieser Rückzug, diese Ruhe zu finden, aber auch die Freundschaften und auch die Feinde oder in deinem Freundeskreis, die Menschen, wo dann hinter deinen Rücken dir schaden oder hinter deinen Rücken reden. Und das ist ein Punkt im Horoskop, was dich immer wieder im Leben mal gekränkt hat. Das heißt, die Horoskop zeigt auch an, dass du in dein Leben mit Menschen begegnet hast, die einfach hinter dein Rücken gefallen ist. Und das hat dich enttäuscht und gekränkt. So wie hier im Kartenbild auch. Das sind zwar tolle Freundschaften, wo dir Kraft geben. Das ist gar keine Frage. Und die kommen auch, die schauen auch dich an und kümmert um dich. Also das bedeutet nicht, dass alle deinen Bekannten schaden dir oder haben dir geschadet, aber es waren auch Menschen dabei, die hier zeigten, wo dich blockiert haben, mit dir eine Verbindung gehabt haben und natürlich, wo die nicht ehrlich waren zu dir. Aber du zeigst jetzt Rücken, das ist diese Sense wie abgeschnitten. Du möchtest das nicht mehr. Wie ein Schunk, du auf einen Schlag schneidest es ab. Wie abgeschnitten. Ich glaube, da hast du viel gelernt. Und diese Mars-Bewegung, genau auf dem Chiron, was dich kränkt oder enttäuscht, das war ein Zeitpunkt, wo die Mars, das kann natürlich auch eine männliche Person sein, kann natürlich auch die Liebe sein, dass ein Mann hat dich enttäuscht. Und das sind Schmerz. Und das war ein Zeitpunkt, wo du das, wo die Energie mir zeigt, dass du das erlebt hast. Am Ende März 2015. Und jetzt, gar nicht lange her, hast du dieselbe Energie wieder. Und es war jetzt dieses Jahr zwischen 27. März bis 29. März. Also dieser bewegliche Mars, was auch ein Mann sein kann natürlich, hat dich erinnert an einen Schmerz oder bei dir hat Schmerz ausgelöst. Und das war der Zeitpunkt Ende März 2015 und dieses Jahr, so zwischen 27. März bis 29.
März 2017, also Ende März. Dann die nächste Bewegung, was auch dein Horoskop aktiviert, und das ist wieder die Karma, zwar die neue Lernaufgabe mit Saturn. Saturn ist auch die Planet der Karma, wo versucht unserem Schicksal lenken in den richtigen Weg und erteilt uns auch Lernaufgaben. Saturn ist nicht nur das Schicksalsplanet, sondern auch die große Lehrmeister. Also wieder was karmisch, was wir lernen. Und da hast du etwas Karmisches, etwas Lernaufgabe oder standst du an Prüfung, kann natürlich auch sein. Es ist Vergangenheit, kannst du überlegen, was passierte in diesem Zeitraum. Das war zwischen 22. Oktober 2016 bis 10. November 2016. Dann haben wir nochmal eine Bewegung und das ist Jupiter. Und Jupiter ist Glück, Chancen, aber auch Gerechtigkeit. Und Jupiter vermehrt sich etwas gerne und kam zu Pluto, zu deinem Geburtspluto. Und das ist die Transformation. Die Transformation, damit du Glück hast oder mehr Glück hast im Leben. Alles befindet sich in diesem fünften Haus, diesem Löwenhaus. Lernen, dein Leben betrachten wie ein Theaterstück, wo du diese Theater die Hauptrolle spielst und du schreibst diese Theater. Also und spielst natürlich die Hauptrolle und hast auch deine eigenen Kostüm dazu. Und diese Art zum Denken vielleicht hilft ein bisschen spielerischer das Leben anzugehen und bedrückte Gefühle oder alte Schmerz oder all das, was dich nach unten zieht, befreien. Und deine Seele, deine Gemüt, deinen Gefühlszustand zu befreien. Weil das ist auch wichtig, weil hier in diesem fünften Haus, in diesem Löwehaus, das ist das Bühne des Lebens Freude und auch die Hauptrolle spielen zu dürfen. Diese spielerische Art hat aber auch mit Kindern was zu tun. Oder mal ein tolles Hobby, was dir Lebensfreude schenkt. Das ist sehr schön. Hier ist die Waage. Und Waage ist doch ein schönes Zeichen. Und das ist einfach die Schönheit und die Harmonie. Das ist ein Venus beherrschte Zeichen. Aber ist eingeengt hier. Eingeengt und wartet drauf, befreit zu sein. Und wenn ein Planet kommt, und berührt diesen Bereich, so wie diese Jupiter-Bewegung, dann erinnert dich dazu, da etwas zu tun. Oder hast du Einflüsse von außen, wo dabei unterstützen oder helfen, das auch zu erleben. Und das war ein Zeitraum zwischen 7 und 20. November 2016 bis 3. Dezember 2016. Und jetzt kommt wieder eine Einfluss von Jupiter, was hilft dabei und gibt dir Chancen und Möglichkeiten und hast wieder Glück im Leben, da dich befreit zu fühlen und da aktiv zu sein, entweder mit Kindern oder mit deiner kreativen Art und Weise, dein Hobby und natürlich die gegenüberliegende Tierkreiszeichen darf man oder Haus darf man auch nicht vergessen, weil das widerspiegelt auch etwas und das sind die Vereine oder Gruppen, also gleichgesinnte Menschen, die helfen dir dabei auch, das zu erlangen, dass du da Lebensfreude bekommst.
Und das war dieser Einfluss von 27. November 2016 bis 3. Dezember 2016. Da hat dich Jupiter dazu begünstigt, hat dir dieses Glück oder Möglichkeit gegeben. Und jetzt kommt die gleiche Energie, so ähnlich fühlt sich das an, ab 28. April 2017 bis 26. April 2017. Und dann kommt das nochmal, weil dann mal rückläufig, mal direktläufig. Und die gleiche Energie hast du dann wieder zwischen 24. Juli 2017 bis 31. Juli 2017. Also ich wiederhole, jetzt in die nächste Zeit hast du einen Jupiter-Einfluss auf deine Lebensfreude oder etwas mit Kindern oder ein Hobby oder mit Menschen zu begegnen, die gleichgesinnt sind. Hast du Glück? Fühle dich befreit, weil hier hast du eine Lernaufgabe, befreit fühlen, so dass deine Seele, deine Gefühle frei sind und lachen kannst und diese Glück, diese Chance zum Lachen bekommst du zwischen 18. April dieses Jahres bis, wirkt so etwa bis 26. April und dann hast du die ähnliche Energie oder gleiche Energie zwischen 24. Juli dieses Jahres bis 31. Juli dieses Jahres. Du hast nicht nur Pluto hier, was hier transformiert, also diese Daten, was ich jetzt erwähnt habe, diese Einflüsse, das sind die Transformation. Etwas zu verändern im Leben, dieser Veränderungsprozess. Aber Jupiter, auch in diesem Bereich, auch in diesem Haus, dem Haus des Lebens, Freude, und auch im Tierkreiszeichen Waage, berührt dann dein Mond. Und das sind die mütterlichen Gefühle, aber auch deine Emotionen, deine Seele. Und Jupiter möchte das befreien. Jupiter gibt dir diese Chance. Jupiter bringt dir dieses Glück. Und das wird passieren zwischen 27. September 2017 bis 2. Oktober 2017. Dann kommt der große Lehrmeister, was versucht, unser Schicksal überprüfen und schaut genau hin, welchem Weg oder Umweg oder vielleicht sogar im Sackgasse sind, damit das etwas verbessert oder feilt. Und dieser Planet ist Saturn. Und dieser Planet Saturn befindet sich dir gerade im Saturn bewegt sich gerade im Tierkreiszeichen Schütze und das hast du im sechsten Haus und das ist dein Alltag, ist auch deine Arbeit, hängt mit Gesundheitszustand auch zusammen, weil kann man auch erklären, man kann nur arbeiten, wenn man gesund ist. Und da überprüft etwas in deiner beruflichen Situation, nicht nur jetzt gerade, sondern es liegt auch in Vergangenheit. In Vergangenheit stand etwas in Prüfung, vielleicht hat dich etwas enttäuscht in beruflichen Situation, etwas gekränkt, vielleicht warst du sogar krank. Liegt in Vergangenheit und das war zwischen 4. Oktober 2016 bis 11. Oktober 2016. Und schauen wir mal die Kartenbild an, deine berufliche Situation. Es liegt jetzt wunderbar da.
Es ist eine Herzensangelegenheit und die Sonne ist Öffentlichkeit oder auch das Glück. Hier liegt auch eine Frau da, wo die Herzlichkeit zeigt, wo dich unterstützt beruflich. Unterhalb von der beruflichen Karte aber auch ein Mann. Also ich könnte vorstellen sogar, dass eine Begegnung, also eine Liebesbeziehung entsteht im beruflichen Umfeld. Hier ist wohl ein Mann, aber auch eine Frau. Von der Frau kommt Herzlichkeit und Unterstützung und von diesem Mann könnte eine Liebesbeziehung sein im Beruflichen. So wie es jetzt momentan liegt, gefällt mir ganz gut. Also da hast du Veränderungen. Das Kind zeigt ein Neuigkeiten. Die Wolke, zwar das noch etwas undurchschaubar, aber trotzdem schon die Neuanfang da. Also so wie deine berufliche Situation sich jetzt gerade entwickelt und ändert, es klärt sich auf, weil es ist diese Wolke verzieht sich und scheint auch die Sonne, kommt immer mehr Klarheit und Unterstützung bekommst du auch. Und da sehe ich jetzt mal die Glück. Aber wie war das hier in Vergangenheit? Da hast du beruflich auch Sorgen gehabt, aber das hast du verändert. Und da lag auch in Vergangenheit auch Falschheit. Das bedeutet, du warst nicht immer glücklich in beruflichen Situation, aber das hast du ganz gut jetzt verändert oder bist du gerade in einer Veränderungsphase und liegt da die Neuanfang, die Veränderung, die Unterstützung und das Glück und sogar das Herzensangelegenheit. Dieser Einfluss von Saturn, was hier in Karten auch in Vergangenheit die Schwierigkeiten, Probleme, vielleicht sogar auch Unehrlichkeit oder Gemeinheiten im Arbeitsplatz auch zeigt, so deutet mir astrologisch an, in diesem Zeitraum zwischen 4. Oktober bis 11. Oktober 2016, da war die Energie so exakt, aber plus minus, also gerade in diesem Zeitraum im Herbst 2016 warst du in Arbeit enttäuscht, vielleicht sogar krank. Saturn befindet sich im Augenblick gerade zu dein DC, dein Deszendent, und das ist die Partnerschaft. Und übergeht jetzt im 7. Haus, und das ist das partnerschaftliche Haus. Das heißt, hier wird jetzt mal alles, dieser Planet überprüfen. Wie steht bei dir in Partnerschaft? Hier im Kartenbild sehe ich, dass du auf einen Mann denkst und diese häuslichen, dieses Haus und das Schlüssel zu diesem Haus bedeutet, dass dieser Mann könnte dir die Sicherheit bringen, also die Schlüssel zu diesem Haus. Es sind aber deine Gedanken, vielleicht das sind deine Wünsche, mit diesem Mann zusammenzuziehen oder ein Haus einziehen oder die Stabilität, die Unterstützung von diesem Mann zu bekommen. Mir scheint aber im Bild so zu sein, er verdrängt dich ein bisschen, weil du liegst unterhalb von ihm. Es ist zwar Bindung da, gar keine Frage, aber das ist noch nicht alles geklärt. Also das ist so aktuelle Thema bei dir, weil du machst da Gedanken über einen Mann und möchtest da die Sicherheit oder ein Zusammenleben, eine feste Bindung. Das Haus zeigt mir an, eine feste Beziehung zu haben. Ihr habt auch Verbindung, aber mir scheint es so zu sein, er verdrängt dich momentan. Jetzt zurück wieder zur Astrologie. Thema Partnerschaft ist sehr aktuell und wichtig. Und Saturn bringt das jetzt in Ordnung. Und jetzt steht genau
im Deszendent, das heißt, das Licht genau gegenüber von Aszendent. Aszendent ist dein Geburtsmoment. Mit diesem Augenblick ist dein Leben bekommen, das bist du. Gegenüber, wie ein Spiegel, ist der Partner. Ich bin sogar davon überzeugt, dass wir Menschen, jeder von uns hat einen Seelenpartner oder eine Seelenpartnerin. Und ich bin davon auch überzeugt, dass in diesem Moment, wo wir geboren sind, weil die beiden Punkte, Aszendent, Deszendent, liegt genau gegenüber. Und es ist wie ein Spiegel für mich. Dass du in dem Moment, wo du geboren bist, wie ein Spiegel sehen könntest, dein Seelenpartner. Ich bin davon sowas überzeugt, dass wir Menschen in diesem Moment das erblicken und natürlich das übergeht dann in Unbewussten oder wir vergessen das, dieses Bild, aber irgendwo an uns selbst ist es eingespeichert. Und das, was wir Menschen auch suchen, diese Sehnsucht nach Seelenpartner oder Seelenpartnerin. Und jetzt bist du gerade in diesem Zeit, die Richtige zu begegnen. Nicht jemand, wo dich enttäuscht hat, oder, sondern die Richtige. Vielleicht hast du schon, weil das ist jetzt bei dir genauso wichtig und das ist dein Seelenpartner. Und stehst zu diesem Zeit, dass Saturn das für dich in Ordnung bringt. Das heißt, ich weiß über dein Leben nichts, hast auch nicht beschrieben, ob du einen Partner hast oder nicht. Es kann natürlich bei Saturn Einfluss passieren, dass du einen Partner hast und Saturn meint, das ist nicht dein Seelenpartner, dass das zu einer Entfernung kommt. Und dann kommt aber eine andere Begegnung. Im Kartenbild sehe ich schon, dass dieser Mann schon da ist. Ihr habt zwar Verbindung, aber es ist noch nicht so, es fühlt sich noch nicht so wirklich sicher oder stabil an. Liegt keine Trennung da im Kartenbild, aber es braucht Zeit zum Reifen, bis diese Stabilität kommt. Und astrologisch, gerade Saturn bringt es dein Liebesleben, deine Partnerschaft in Ordnung und sorgt dafür, dass du die Richtige hast und dass du jetzt eine Partnerschaft eingehst. Oder bist du schon und es wird jetzt der Rat befestigt. Wenn dieser Schicksalplanet meint, das ist die Richtige, dann wird es befestigt. Dann kommt es zu einer Ehe oder ihr zieht zusammen oder wenn ihr schon zusammen seid, dann kommt Stabilität und Sicherheit. Wenn dieser Schicksalsplanet meint, das war eine falsche Entscheidung, dann wird da Veränderung kommen. Also momentan sehe ich bei dem Kartenbild nicht unbedingt, dass da was Neues kommt, aber so ganz, ganz stabil und sicher fühlt mir das noch nicht an, sondern das braucht Zeit. Saturn ist gerade in dein DC und das betrifft die Partnerschaft oder dein Seelenpartner oder die Richtige und dieser Zeitraum bist du gerade mittendrin. Das hat angefangen zum Wirken am 18. Februar 2017 und dauert bis 26. Mai 2017. Also das ist der Zeitraum, wo in diesem Zeitraum Saturn genau in dein Deszendent ist, was dein Seelenpartner symbolisiert. Am 7. April 2017 wird Saturn rückläufig und dauert diese Rückläufigkeit bis 26. August. Bei dieser rückläufigen Phase, ich wiederhole die
Zeitpunkt von 7. April 2017 bis 26. August 2017. In dieser Phase kann passieren, dass jemand von der Vergangenheit kommt. Du kannst diese Phase, diese rückläufige Saturnphase, und das ist für mich klar und deutlich, betrifft deine Beziehung oder betrifft einen bestimmten Mann. Hier kann passieren, bei Rückläufigkeit, dass er etwas zurückzieht. Hier im Bild liegst du auch unterhalb von ihm. Es ist keine Trennung, keine Trennung, aber er will das nicht so wirklich wahrnehmen, sondern er verdrängt seinen Gefühlen. Also das kann passieren, dass in diesem Zeitraum von ihm ein gewisser Rückzug da ist. Kann aber bei Rückläufigkeit auch passieren, dass jemand von Vergangenheit wiederkommt. Und das betrifft definitiv dein Liebesleben. Also in diesem Zeitraum ist diese Rückläufigkeit. Und bei dieser Bewegung kommt dann Saturn wieder zu diesem Punkt Deszendent, was dein, sag ich mal, Seelenpartner symbolisiert, wieder in diesem Punkt am 15. November 2017 bis 3. Dezember 2017. Das gleiche Energie wie jetzt zwischen 18. Februar bis 26. Mai. Das gleiche Energie wiederkehrt sich wieder im Zeitraum von 15. November bis 3. Dezember. Dann ab diesem Tag, ab 3. Dezember 2017, wird Saturn in dein Partnerschaftshaus sein und wirkt in dein also im Bereich dein Liebesleben, deine Beziehung und versucht da Ordnung reinbringen. Und dieser Zeitraum wird passieren, dass, wenn das dein richtiger Partner ist, der Mann, wo du hier denkst und Kontakt hast, dann befestigt sich das. Wenn das nicht die passende für dich ist, in diesem Zeitraum wird Saturn dafür sorgen, dass die richtige kommt. Weil Saturn bringt in Ordnung so, dass du die Sicherheit und die Stabilität hast. Und dieser Zeitraum des Saturn in dein Partnerschaftshaus wirkt, beginnt am 3. Dezember 2017. Und in diesem Lebensbereich, in diesem 7. Haus, bewegt sich bis 8. Januar 2019. Also zwischen 3. Dezember 2017 bis 8. Januar 2019 wird dieser Schicksalsplanet in dein Partnerschaftshaus. Was interessant ist, und dann sind wir wieder bei Karma, was bei dir so wichtig ist, dass du deine alte Karma wiederholst, aber anderes, und ein bisschen vernünftiger und natürlich auch auf die Materie mehr orientieren, nicht nur auf Gefühlen und Spiritualität und Kunst. Es ist schön und recht, das sollst du auch behalten, aber es soll ein bisschen materialistischer sein, weil das fehlt noch. Also mehr wirtschaftlich denken, und das ist dein Weg, was als Ergänzung sein soll zu deiner Berufung. Und dieser Einfluss jetzt gerade wieder auf den karmischen Knoten, und das ist deine Vergangenheit. Vergangenheit, was den absteigenden Mondknoten in Tierkreiszeichen Fischen
befindet. Gerade in diesem Punkt, was mit deiner Vergangenheit in Verbindung steht, in diesem Punkt bewegt sich gerade Neptun. Neptun kann beides auslösen bei dir. Einerseits deine spirituelle künstlerische Talent, was du beruflich umsetzen sollst. Andererseits kann Neptun alte Enttäuschungen auch zur Erinnerung bringen. Hier hast du wieder eine Lernaufgabe, die Enttäuschungen, all das, was dich unterzieht, verabschieden und deine Talente, deine Fähigkeiten bewahren und befestigen und umsetzen in Realität und damit auch Geld verdienen, also ein bisschen wirtschaftlich denken, dass du mit diesem Einfluss auch zeigst, du bleibst oben. So wie die Botschaft auch war, du sollst wieder oben sein oder komm nach oben. Also das waren die beweglichen Planeten, was dein Horoskop beeinflusst. Und ich gehe auf die Fixsternen auch ein. Diese Fixsternen, die Name sagt auch fix, die bewegen sich nicht. Die haben zwar minimale Bewegung auch, aber das dauert vielleicht ein paar tausend Jahre, bis das spürbar ist oder mehr. Also hier geht es um Fixsternen. Und die haben noch einen zusätzlichen Einfluss auf deine Persönlichkeit, auf dein Horoskop. Und das möchte ich auch besprechen. Chiron. Ich habe schon gesagt, Chiron ist ein Kleinplanet und zeigt an unseren schwachen Punkt. Was uns so kränkt oder wo wir unsicher sind, wo wir das Gefühl haben, das kann ich nicht so gut. Aber Chiron ist auch eine Art wie eine transformierende Energie, möchte nicht in diesem Schwache bleiben oder in dieser kränkenden Situation bleiben, sondern Chiron wird immer Lösung. Eine Heilung oder eine Lösung. Und das dreht sich immer im selben gleichzeitig auf. Man erkennt, oh, das ist meine Schwäche. Man erkennt, das kränkt mich, aber gleichzeitig bietet Lösung an. Und weil da uns intensiver beschäftigen, weil das erleben wir auch, natürlich lenken wir die Aufmerksamkeit und diese Schwäche kann sogar unsere Stärke sein, weil wir eben damit auseinandersetzen, damit wir daraus, damit beschäftigen. Und auf diesem Chiron, was bei dir zwischen 11. und 12. Haus steht, im Grenzbereich, das heißt Freundschaften, aber auch Menschen, die dir verletzen, hinter deinem Rücken, nicht im Gesicht, sondern fallen hinter deinen Rücken. Das, was die Horoskop zeigt, und das sind mit Gefühlen verbunden, was dich verletzt hat, wo du enttäuscht warst. Und in diesem Energiefeld oder dieser Chiron hast du einen Einfluss von außen, von einem anderen Sternbild und es gehört auch zu deiner Persönlichkeit, wie eine Art Unterstützung. Und dieser Stern, wo dieser Punkt in dein Horoskop bestrahlt, du hast von diesem Stern einen Einfluss in diesem Bereich, was dich so kränkt. Und hier geht es auch um Freunde oder Menschen, wo du vertraut hast und dich haben verraten oder haben dir, wie ich schon sagte, hinter deinen Rücken gefallen. Hier wirkt in diesem Bereich ein Stern und dieser Stern heißt Almach. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Ich buchstabiere das dir. A-L-M-A-C wie Cäsar H. Dieser Stern befindet sich im Sternbild Andromeda. Diese Andromeda ist eine gefesselte Frau.
und Perseus befreit ihn. Und das, was du so spürst oder was dich kränkt, weil dieser Stern Andromeda oder diese Allmacht von dem Sternbild Andromeda berührt dein Chiron, was dich kränkt, was dich verletzt. Und das ist diese Fessel. Nicht nur das zeigt mir an, dass du manchmal wie gefesselt fühlst im Leben, sondern dein Mond, dieser eingeschlossene Mond, zeigt dasselbe an. Du fühlst du dich von innerlich nicht ganz frei. Und das, was du in Heilung bringen sollst, befreit zu sein. Natürlich kann Perseus kommen, dein Herzensmann, wo dann dich befreit und dir glücklich macht. Und dafür wird jetzt Saturn natürlich auch sorgen, bis gerade in dieser Zeit das in Ordnung kommt. Aber befreit dich noch etwas. Diese Stamm Allmacht ist die künstlerische Begabung. Was ich bei dir so vermute, dieser starke Venus-Einfluss, bin ich ganz sicher, dass du da sehr talentiert bist und hast deine Inspiration. Und dieser Stern sagt mir, weil das ist, dieser Stern befindet sich im linken Fuß des Andromeda. Lass dich nicht auf etwas zwingen, fesseln. Lass dich nicht fesseln, sondern mach die richtigen Schritte. Das ist der linke Fuß der Andromeda. Mach die richtigen Schritte. Fühl dich frei. Und versprich noch etwas, du bekommst Ehre. Das ist, was dieser Stern auch verspricht. Dann hast du Aszendent, das ist dein Geburtsmoment. Und hier begleitet dich, begrüßt hat dich Venus in dein Geburt. Und genau in diesem Bereich, Aszendent Venus, die stehen zusammen, hat einen Einfluss von außen. Einen ganz besonderen Stern bestrahlt dieser Punkt, dein Geburtsmoment eigentlich. Und auch dein Venus, deine Weiblichkeit und auch deine künstlerische Begabung wieder, das ist der Polarstern. Polarstern ist zum Orientieren. Das ist das Nordpol. Das ist das Nordpol im Himmel. Und das ist sichtbar. Für uns ist es sichtbar und die Menschen haben immer nach diesem Polarstern orientiert. Das verbindet die kleine Bär und die große Bär, diese markanten Sternbilder im Himmel. Oder manche sagen die große Wagen und die kleine Wagen. Und hier, was uns auch sichtbar ist, ist der Nordpol, dieser Polarstern. Und unsere Erdachse zeigt sich genau zu diesem Stern, zu diesem Polarstern. Und dieser Polarstern sagt, orientiere dich in diese Richtung. Sagt dein Aszendent, und das ist dein Geburtsmoment, das bist du, dafür bist du geboren. Und dein Venus, deine Weiblichkeit, dein Schönheitssinn, deine Ästhetik, deine künstlerische Begabung. Das ist die Zentrum. Du hast auch gefragt, wozu soll ich mich fokussieren? Hat da Richtung Polarstern. Und dieser Polarstern ist zum Orientieren. Und dass dieser Polarstern als Orientierung betrifft deine Geburt, deine Persönlichkeit und auch dein Venus, deine künstlerische Begabung. Das ist die Zentrum. Dann haben wir noch ein Einfluss auf Merkur. Merkur ist der Planet für Kommunikation. Steht bei dir Merkur im Tierkreiszeichen Löwe. Das heißt, erheb deine Stimme. Lass das Brülle mal endlich wie eine Löwin.
Und das ist auch wichtig, dass du das auch in Licht bringst und so nimmst diese Merkur-Energie wahr, die Sprache, die Kommunikation, wie du etwas vermittelst, nützt diese Löweneigenschaften. Und das bedeutet, du stehst in die Mitte. Und das, was du sagst, ist ein Gesetz. Und bringst das alles im Punkt. Und damit kannst du auch glänzen. Hilft dabei, selbstbewusster zu sein. Und wenn das angebracht ist, mit deinem Krebs, mit deinem Waage, mit deinem Krebs Sonne, mit deinem Waage Mond und mit deinem Mars im 12. Haus, neigst du dazu, das sanft ausdrücken oder liebevoll. Es ist eine sehr schöne Eigenschaft und es ist sehr lobenswert, aber es gibt Situationen im Leben, wo das nichts bringt, sondern dann hol dieser Löwe Merkur von dir raus und schrei wie ein Löwe oder wie ein Esel. Hier kommt nämlich die Esel im Spiel. Ein Esel hat einen Einfluss auf dein Merkur, auf deine Sprache. Also einerseits die Löwe, der brüllen kann, andererseits diese südliche Esel Assyrius, die südliche Esel, kann auch brüllen. Dazu mal erkläre ich kurz die Geschichte, dann verstehst du das besser. Es gab einen Krieg zwischen Göttern und Titanen und es hat so ausgeschaut, dass die Götter diesen Krieg verlieren. Vulkanus, der Gott der Feuer und Schmiedkunst, hat diesen Krieg von der Seite der Götter geführt. Und dann waren zwei Esel dabei als Transportmittel. Und die südliche Esel und die nördliche Esel, diese zwei Esel. Und dann fangen an, diese Esel zu brüllen. Und die Titanen haben noch nie Esel gesehen und die wussten auch nicht, wie ein Esel brüllen kann. Das war für die so fremdartig. Die haben so Schock bekommen, dass sie dann davongelaufen sind. Und so haben die Götter diesen Krieg gewonnen. Also wenn das angebracht ist, dann schrei mal wie eine Löwe. Das klingt etwas angenehmer als jetzt ein Esel, aber damit möchte ich sagen, durch diese Schrei sind die Feinde abgezogen. Und wenn du in einer Situation bist, wo du dich verteidigen sollst und du fühlst dich aber kraftlos, weil die Kraft ist nicht da, das ist im 12. Haus, da ist irgendwo hinter geschlossenen Türen, aber in dem Moment hast du das nicht. Vielleicht später fühlst du diese Kraft, aber in dem Moment, wo du konfrontiert bist, dich zu verteidigen, dann fühlst du dich ein bisschen gelähmt. Und in dem Moment hilft dir Merkur. Merkur im Löwe und dann denk immer an diese Esel, die haben die Feinde vertrieben mit einem Geschrei, dann hilft dir auch ein Geschrei und dann hast du die Situation gerettet. Dieser Stern, dieser südliche Asselius, ich buchstabiere Asellus, was nichts anderes ist als die südlichen Esel, bedeutet noch etwas nach Claudius. Ptolemäus sagte über diesen Stern, vermittelt Fürsorglichkeit. Also das bedeutet auch. Dann hast du die Lilith-Energie. Da gehe ich auch ein bisschen drauf ein. Deine Lilith-Energie befindet sich in deinem tiefsten Punkt im Horoskop. Und das ist deine Wurzel. Das ist wie ein Baum,
Und das sind die Wurzeln unten, das ist deine Herkunft, dein Elternhaus, deine Herkunft, die Traditionen, woher du kommst. Und dieser Baum, damit beginnt auch unser Leben, fängt an zu wachsen und dehnen. Und die Krone ist, das ist das Oberste, das ist das Sichtbare, das sehen wir auch. Das soll auch Früchte tragen, dieser Baum. Und das, was du erreichen möchtest, deine volle Größe, deine volle Größe, und das ist dein Weg, oben zu sein und erfolgreich zu sein. Aber etwas ist noch in deinem Wurzel, was dich verletzt. Oder war streng. Und das zieht dich immer wieder nach unten. Du hast es gebraucht, damit du zu diesem Jungfrau-Eigenschaften näher kommst, das zu lernen. Weil das fehlt zu, oder das wäre die Ergänzung zu deinem Erfolg. Aber nicht nur Saturn ist hier in diesem tiefen Punkt des Horoskops und die Mondknoten ist auch hier deine Lernaufgabe. Saturn, das Schicksal, die Karma, hier ist eine karmische Knoten unten bei dir. Sondern auch Lilith. Und Lilith ist ein Energiefeld, wo zeigt, da sind meine Wünsche, da sind meine Sehnsüchte, da sind meine Träume und das ist die Verwurzelung. Da sind deine Träume, Sehnsüchte. Aber diese Lilith-Energie wirkt so, dass man das nicht zutraut, dass man gerne davonlaufen möchte. Diese Lilith ist nichts anderes als ein Schnittpunkt im Himmel, im Mondumlaufbahn. Und das ist der weiteste Punkt aus der Erde aus gesehen. Und das sind die hohen Ziele oder Träume oder Sehnsüchte, aber das ist so weit weg, so empfinden wir das auch. Wir haben ständig diese Sehnsucht, aber wir trauen das nicht zu. Oder sagt man, ich habe das gar nicht verdient. Oder das steht mir nicht zu. Oder ich kann das nicht. Oder das kommt sowieso nicht in Erfüllung. Oder das erreiche ich eh nicht. Ich kann das sowieso nicht. Man versucht dafür zu entschuldigen, warum das nicht klappt. Aber dieses Gefühl, dieses innere Sehnsucht, wiederkehrt sich immer wieder, so wie die Mond wiederkehrt sich zu diesem Punkt auch Monat zu Monat. Und das sind deine tiefe Sehnsüchte, deine tiefe Wünsche, dass du irgendwo verwurzelt bist. Und so denkst du auch hier. Also da ist zwar auch ein Mann hier in deinen Gedanken, aber du möchtest auch diese Zuhause. Das sind auch, was dir auch Stärke geben soll. Das kommt auch zur Erfüllung. Und auf diesem Lilith-Energie, diese Sehnsucht, was du hast, diese Verwurzelung, hast du einen Einfluss von außen. Ein Einfluss von außen, von einem besonderen Stern, und dieser besonderen Stern heißt Regulus. Dieser Regulus ist das Herz der Löwen. Bei dir befindet sich das im Jungfrau. Das Sternbild Löwe überrutscht ein bisschen in diesem Bereich Jungfrau. Also hier hast du die Lernaufgabe, dieser Jungfrau-Eigenschaften anzunehmen, weil das hilft dir in dein Lebensweg. Dadurch kommt dein Leben zu Ordnung und dadurch bekommst du diese, nicht nur die Erfolg, sondern auch das finanzielle Glück. Hier ist Materie auch. Und dieser Wunsch, verwurzelt zu sein, ein Zuhause zu haben, eine Insel, eine Oase, wo du dich immer wieder zurückziehen kannst, weil das gibt dir Kraft. Es könnte sein, dass du vielleicht denkst,
hier in diesem Bild, diese Zuhause kann ein Mann geben und da findest du die Stärke. Und ich sage dir, das gibt nicht irgendjemand, sondern das gibst du selbst. Wo diese Botschaft, was ich vermittelt habe, Anfang der Video sagt auch, kehr zu dir selbst zurück, spür deine Stärke. Und diese Stern, dieser Regulus, was diese Sehnsüchte beeinflusst oder diese Lilith-Energie hat eine Verbindung zu Regulus, das ist ein besonderer Stern. Die alten persischen Astrologen, 3000 vor unserer Zeitrechnung, sagten, das ist ein königlicher Stern. Das ist das Herz der Löwen. Und wenn hier um die Löwen geht, wenn das hier um die Herz geht, was nichts anderes ist als Symbol für die Sonne, dann finde deine inneren Sonne, finde dein Selbst, fühl dich wie eine Königin. Und hör auf dein Herzensangelegenheiten. Befreie diese Wünsche und Sehnsüchte, was in deinem Herzen pflegt. Und diese Sehnsucht nach dieser Verwurzelung gelangt dann, wenn du diesen Schritt gewagt hast. Und das ist für mich eine klare Botschaft von Regulus. Dieser Regulus galt immer in Astrologie als die Sternenkönige und Herrscherhäuser. Dann fühle dich auch so, die Herrscherin sein über dein Leben. Strahlt es aus, nimm dein Herz wahr, das ist das Herz der Löwen. Und ein Löwe, das ist das königliche Tier. Die Löwengeborenen sind mit einem Thron geboren, die haben das in die Wiege gelegt bekommen. Aber du kannst es auch erreichen, in diesem Thron zu sitzen. Und das gibt dir eine tiefe Verwurzelung zu dir selbst und das treibt dich nach oben wie dieser Baum ganz hoch und trägt es Früchte. Und diese Früchte brauchst auch, weil du brauchst auch Geld. Und wie die Botschaft sagte, auch kümmere auch um das Geld auch. Dieser königlichen Stern, wie ich schon sagte, die alte persischen Astronomen sagten, dieser Regulus ist ein königlicher Stern, die Wächter des Nordens. Und das tiefste Punkt im Horoskop, die Wurzel der Baum, das ist das Südens. Und oben, wo die Baum ist, die Krone, das ist das Nordens. Also wenn dieser Regulus das Hüter des Richtung Nordens ist, dann geh in diesen Weg. Dann sei in dein Inneren, in dein tiefen Inneren, in dein Wurzel bewusst, du bist die Herrscherin, die Königin, über dein Leben und bringst es zu dieser Krone, wie dieser Baum, dass du diese Krone trägst. Und das gibt dir die Sicherheit. Das ist die Kraft. Und wenn du diese Kraft an dir hast, dann fühlst du viel sicherer. Dann hast nicht diese Sehnsucht, wer erfüllt mir diese Stabilität in mein Leben. Wer erfüllt mir das, ein Zuhause zu geben? Weil das liegt an dir. Natürlich, wenn du diese Kraft an dir hast, ergibt sich dann in dein Leben auch, dass deine Partnerschaft Sicherheit kommt, dass du dann dein eigenes Haus hast, dass du mit deiner Partnerschaft harmonisch und leben kannst und Sicherheit und Stabilität kommt. Aber wenn du diese alten Schmerz, weil das auch da ist, du hast hier Schmerz in dein Verwurz vor deiner Herkunft, wenn du diesen Schmerz auf die Seite legst und diese Strenge, was du erlebt hast als Kind, sondern
dich als eine Königin zu betrachten, eine Königin über dein Leben, dann hast du diese Stärke und alles andere, Partnerschaft, eine schöne Arbeit, eine stabile Partnerschaft, dafür sorgt Saturn gerade. Im Kartenbild sehe ich, dass du berufliche Veränderungen hast. Da kommt auch alles in Ordnung. Bringst das in Glanz, aber vergiss nicht, dass du das auch umsetzt auf Bereich Materie, dass das auch in Ordnung bringst, dann hast dein Karma auch gleichzeitig besiegt. Also das ist mal die Lilith und Regulus. Dann auf dein Saturn in dein Geburtshoroskop wirkt auch ein Stern und dieser Stern heißt Akrux. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. A, C wie Cäsar, R, U, X, das ist das Kreuz des Südens. Kreuz des Südens, es ist was Mystisches, Religiöses. So ist auch die Bedeutung dieses Sternes Religion, Astrologie, Magie, Mysterien, aber auch Gerechtigkeit. Und das ist interessant, dass dieser Stern Südens, Kreuz des Südens, Regulus, ist die Wächter des Nordens. Hier kommt Süden und Norden, also deine Verwurzelung und die das ist des Südens. Und die Krone ist die Richtung, nach oben im Licht zu sein, deine Ziele zu erreichen, diese Anerkennung und das höchste Ziel zu erreichen, in Öffentlichkeit stehen, das ist schon die Krone des Baumes. Und hier im Süden ist liegt die südlichen Kreuz. Und da sind verborgene Talente und Saturn ist auch hier in diesem Bereich, so dass diesem Stern des südlichen Kreuz hat eine Verbindung zu deinem Geburts-Saturn. Das ist auch wieder eine Lernaufgabe, was Saturn uns erteilt. Sei bewusst deinen verborgenen Fähigkeiten und das ist die religiöse Richtung, Astrologie, Magie, Mystik und auch die Gerechtigkeit. Und das hast du auch an dir, weil dein Mond liegt im Wagen. Natürlich, da vertritt auch die Gerechtigkeit. Und hier ist auch wichtig für dich die Gerechtigkeit. Aber sei nicht nur mit deinem künstlerischen Talent bewusst, sondern hier im Wurzel, in die Tiefen des Baumes liegen noch mehrere Talente. Und das ist die Mystik, das ist, kann auch Astrologie sein. Und das ist die spirituelle Richtung. Beides kannst du gut. Wenn wir jetzt einen großen Sprung machen von deinem aufsteigenden Mondknoten, was im tiefsten Punkt im Horoskop ist, und wir springen wir hoch in die Spitze, wo die absteigende Mondknoten ist, deine alte Karma, was du früher erlebt hast im Tierkreiszeichen Fischen, das ist auch sehr mystisch. Das ist von Neptun beherrschte Tierkreiszeichen im vollen Mystik. Hier auf diesem absteigenden Mondknoten, hier im alten Karma, hast du diese Mystik an dir. Tierkreiszeichen Fischen. Das sind auch die Neptun-Eigenschaften. Volle Mystik, aber auch Inspiration. Kannst auch in den künstlerischen Bereich nützen. Und gegenüber, jetzt gehen wir zurück zu den Wurzeln. Bei diesem Wurzel war dieses südliche Kreuz, was auch die Spiritualität andeutet. Und in diesem Tiefe des Horoskopes, wo wir wieder in dein Wurzel sind, wo auch die karmische Knoten jetzt hier eine Richtung andeutet.
Bedeutet dieser Stern, was hier wirkt, ist Zosma. Ich buchstabiere C wie Zeppelin. O-S-M-A kommt vom Persischen und bedeutet Gürtel. Die alten Babylonier haben diesen Stern verehrt als die Gottheit Kua, als die Gottheit die Prophezeiung. Das ist eine Richtung, was nicht von alten Karma kommt, das war auch sehr mystisch, spirituell, aber auch künstlerisch, sondern hier kommt was Neues dazu, weil in diesem Punkt, was Zosma bestrahlt, wenn ich das richtig ausspreche, hier ist die aufsteigende Mondknoten, also die neue Richtung, was du noch aneignest und lernst. Und nach diesem babylonischen Beschreibung her heißt Orakel, Prophezeiung, die Zeit vorausdenkende. Und das passt ganz gut mit deinem höchsten Punkt im Horoskop, die MC, im Wassermann, ist die Wassermann auch die vorausdenkende. Das heißt, du hast eigentlich Ahnung, was kommt. Du spürst es. Vielleicht ist es dir nicht bewusst, aber du hast diesen siebten Sinn, diese Vorahnung. Das hast an dir, das kannst du ein bisschen feilen, wenn du da in diese Richtung damit bewusster bist und vielleicht nicht verdrängst. Und in deiner beruflichen Situation das Höchste noch, was noch erreichen kannst, auch deine erfinderische Geist, die diese Wassermann-Eigenschaften, was Außergewöhnliches, Wassermann ist immer außergewöhnlich, und die Wassermänner haben auch tolle Ideen, und das ist in deinem beruflichen Feld, in deiner beruflichen Richtung wirkt die Tierkreiszeichen Wassermann, das heißt, diese Vorahnung hast, oder was da kommen kann, das kannst nützen, oder deine Ideen, außergewöhnliche Ideen in deinem beruflichen noch auch umsetzen. Dann hast du in dein Geburtshoroskop ein oder ein rückläufiger Uranus. Und rückläufiger Uranus bedeutet, erinnert dich auch etwas in Vergangenheit. Und das befindet sich bei dir im Tierkreiszeichen Skorpion, diese Wandlung. Das ist etwas, die Veränderungen in dein Leben, eine Wandlung durchmachen in dein Leben, erinnert dich wieder an dem Karma. Und hier kommt auch ein Einfluss von außen. Und das ist die nördliche Schale des Skorpion, das entweder gehört zu Waage oder Skorpion, je nachdem von welchem Tierkreiszeichen das man betrachtet. Wenn ich die Tierkreiszeichen Waage betrachte, das ist diese von die Waage, diese beiden Schale. Wenn ich das Richtung von Skorpion betrachte, dann ist das die Schere des Skorpion, aber das ist dasselbe Sternbild. Aber man nennt das, das ist die nördliche Schale und vertritt die Gerechtigkeit, aber auch wieder die Richtung Norden, das bedeutet nach oben und das ist die Richtung und vertritt auch die Gerechtigkeit. Also hier zeigt nochmal etwas an, dass du die Gerechtigkeit vertrittst. Und dieser Uranus, weil das auf Uranus wirkt, hat mit deinem alten Karma was zu tun, ändert die Richtung nach oben, so dass alles, was dich nach unten zieht, verabschiedet und dass alles dich nach oben treibt, weil das ist eigentlich dein Weg. Und dann ist noch etwas Interessantes. Ich betrachte, in Astrologie heißt diese Lebensbereiche als Häuser. Wir haben 12 Tierkreiszeichen, 12 Häuser. Ich finde es ein bisschen so unpassend, das Bezeichnen Häuser, sondern ich würde das ganze Horoskop als ein Haus sehen, was uns
unsere Seele ein Heimat gibt oder die Körper und unserem Selbst, das würde ich als ein Haus betrachten und in diesem einen Haus die verschiedenen Bereiche, die verschiedenen Zimmer oder ich würde das so beschreiben, aber ich möchte die Astrologie wirklich nicht verändern. Ich würde das als Ganzes nehmen in verschiedenen Bereiche an uns selbst. Und aber bleibe ich mal so, wie das korrekt ist, astrologisch zu ausdrücken. Also es sind diese 12 Häuser in diesen Lebensbereichen und jeder Hausbereich oder jeder Lebensbereich hat einen Anfang und dann kommt die nächste aus. Ich nenne mal diesen Beginn ein Haus als Tore, erste Tor oder zweite Tor. Das ist so mein Begriff dazu. Und schauen wir mal, mit welchem Stern von außen wirkt, mit welchem Stern können wir diese Toren öffnen. Dein erstes Haus beschreibt deine Persönlichkeit, das ist auch dein Geburtsmoment, das ist das Aszendent. Das haben wir schon vorher besprochen. Hier im Aszendent wirkt die Polarstern, der Nordpol, zum Orientieren. Wir Menschen orientieren, auch die Seefahrer früher immer nach dem Nordpol. Das heißt, orientiere dich immer selbst im Leben. Nicht, was die anderen meinen oder denken, sondern du selbst, das bist du selbst. Und unterstützt, diese Unterstützung bekommst du von Polarstern. Also orientiere dich in deine Richtung und hier bei dem Aszendent hast du auch die Venus und das ist deine Richtung. Also mit dem Energie kannst deine Persönlichkeit öffnen. Das ist der Bereich, der Lebensbereich, deine Persönlichkeit, dein Auftreten, deine Ausstrahlung. Also, dass du orientierst, dass du das bestimmst und wirkt noch Venus hier mit deiner Weiblichkeit, mit deinem Aussehen, mit deiner Schönheit, aber auch deine kreative Art und Weise ist im Zwilling, dass du das auch vermitteln kannst, dass du in Sprache bringen kannst. Und dann natürlich kommt noch deine Sonne auch noch dazu in erste Haus. Das ist dein Selbst. Aber öffnen kannst diesen Bereich zu Erfolg mit der Orientierung, dass du das selbst bestimmst. Selbst bestimmst dein Schicksal, dein Lebensweg. Die zweite Tor ist der Bereich, Lebensbereich Finanzen. Und bei dir ist das im Krebs, ist kein Planet da, wobei die Sonne liegt im Grenzen zwischen erste und zweite Haus, also könnten wir dazu nehmen, dass mit dein Selbst auch deine Finanzen verbessern kannst. Und die Bereich, wo die Finanzen kommen, entweder die Familie, durch Familie oder die Krebs, ist auch, wenn das ich beruflich denke, auch natürlich auch Selbstständigkeit, was Eigenes, Familienbetrieb oder Selbstständigkeit wäre eine Quelle, wo du Geld bekommen kannst. Diese zweite Haus ist nicht nur das Finanzen oder Geld, sondern die Werte. Wo gibt es gerne Geld aus? Zum Beispiel deine Einrichtung oder dein Zuhause, ja, das ist Krebs, oder gibst Geld zur Familie, kann auch sein, natürlich, dass du da großzügig bist, aber dieses zweite Haus bedeutet auch, wie stehen wir zu unseren eigenen Werten, das Selbstwertgefühl, und das hängt ganz eng energetisch zusammen. Und da ist auch deine Sonne, also achte darauf, dass du selbst bewusst bist, mit deinen Werten bewusst bist und dass diese hilft dir zum dieser Geldfluss. Bekommst Unterstützung von Jupiter, bestrahlt deine Sonne sehr schön. Und diese Tor, diese Tor zum Öffnen zum Bereich Finanzen, hast du auch ein besonderes
Stern und das ist der Stern Sirius. Der Stern Sirius befindet sich im großen Hund, am Sternbild großer Hund, die hell leuchtende Stern im Nordhalbkugel, also im Sternenhimmel, den nördlichen Sternenhimmel, einen sehr hell leuchtenden Stern. Die Ägypter haben diesen Stern verehrt, die haben verbunden zu Osiris. Osiris, die Gott der Unterwelt, jetzt nicht jetzt mit negativen Gedanken verbunden, sondern einfach, das ist auch unseren Unbewussten. Und diese Grenzen bedeutet, dieser Stern bedeutet auch wie eine Grenze zwischen Leben und Tod, also die Grenzen überschreiten. Aber das heißt nicht, dass du die Reichtum im Tod findest, also bitte nicht missverstehen, sondern bedeutet diese Stern oder dieser Sirius in unserem Unbewussten. Also mach diese Schritt, eine Verbindung zu gelangen zwischen deinem Bewussten und zwischen deinem Unbewussten. Wenn du einen Eingang findest, das ist nichts anderes, dieser Tor wie ein Eingang, einen Eingang findest zu deinem Unbewussten, dann bist du bewusster mit deinen Talenten und mit deinen Fähigkeiten. Und das habe ich beschrieben, das sind die Kreativität, die Kunst, die Schönheitssinn, die Ästhetik, aber auch im Wurzel, im Tiefen, dein Inneren, was vielleicht noch gar nicht bewusst ist, liegen auch die spirituellen Fähigkeiten. Wenn du damit bewusst bist, was alles an dir in deinen Unbewussten und dein, auch von deinem alten Karma her du hast, öffnet sich dieser Bereich immer mehr und immer mehr, kommt es im Fluss, daher ist auch die Wasserelement Krebs hier, es kommt im Fluss, es kommt die Fluss und das hilft dein finanziellen zu verbessern. Versuchst es auch mental auch daran arbeiten. Im dritten Tor haben wir keine Einfluss von anderen Sternbildern, aber die vierte Tor, und das ist das tiefste Punkt des Horoskopes, deine Herkunft, aber auch die Wurzelung, die Verwurzelung, wo du dich verwurzelt fühlst, wo du dich sicher fühlst. Und hier diese Tor, dieser Tor hat auch einen Einfluss von einem anderen Stamm, von einem anderen Stammbild. Und dieser Stamm, was dieser Tor bestrahlt und hilft dir, dieser Tor zu öffnen, zu deiner Verwurzelung, zu deinen Wurzeln, dieser Stamm heißt Al-Yab-Hach. Ich buchstabiere A-L-J-A-B-H-A-H. Und dieser Stern befindet sich im Tierkreiszeichen Löwe. Das ist die Stirn des Löwens, also im Kopfbereich. Also das heißt, handel immer wieder mal nicht nur intuitiv oder gefühlsvoll, sondern auch mit Verstand auch. Aber dieser Stern bedeutet noch etwas, die hilft dabei, die Hindernisse zu überwinden und die Gefahren auch ahnen, erkennen. Also vertraue dieser Eigenschaft auch. Und dann fühlst du dich auch sicherer im Leben, wenn du weißt, wenn du damit bewusst bist, du kannst Hindernisse überwinden. Und wenn Gefahr kommt, wenn du deinen inneren Stimme hörst, die sagt dir klar und deutlich, Achtung, aufpassen. Die fünfte Tor, was für dich eine wichtige Bedeutung hat, weil hier in diesem Lebensbereich, in diesem fünften Haus, ist ein eingeschlossener Mond im Tierkreiszeichen Waage und möchte befreit zu sein, wie
gelangst. Ich habe ein paar Tipps gegeben, was dabei hilft. Aber diese Tor solltest du auch öffnen. Und diese Tor hat auch einen Einfluss von einem Fixstern. Und dieser Fixstern heißt Denebola. Ich buchstabiere Denebola. Und dieser Stern Denebola befindet sich im Tierkreiszeichen Löwe. Und ich gehe mal ein bisschen auf dem chinesischen Astrologie ein bisschen rein. Die sagten, es gibt fünf Kaiser. Vier bedeutet die vier Himmelsrichtungen, Norden und Süden und Osten und Westen. Und die fünfte Kaiser thront in die Mitte. Und das ist das erste Kaiser. Und da, bei diesem ersten Kaiser, haben sie diese Denebola gesehen. Also das heißt, das ist in die Mitte. Im chinesischen Astrologie, und so haben die Astronomen das beschrieben, dieser Stern, das sind die vier Himmelsrichtungen, die vier Paläste, aber jeder Palast hat eine Mitte. Und diese Mitte sollst du finden, damit dein Lebensfreude findest, die Tor öffnen zu dieser Löwenhaus, zu diesem fünfte Haus, wobei hier bei dir nicht die Tierkreiszeichen Löwe steht drin, sondern Waage in die Mitte und dann rechts und links Jungfrau und Skorpion. Die Waage ist eingeschlossen hier. Aber das ist der ganze Bereich, dieses fünfte Haus. Und natürlich ist für dich das enorm wichtig, ist hier das zu befreien auch, weil hier dein Mond steht und dein Mond sind deine Gefühle, deine Seele und das soll befreit sein und das kannst, wenn du das spielerisch magst. Und diese Tor zu öffnen, einen besseren Zugang zu deiner Seele zu finden, achte auf dein Denebola. Und das ist das erste Kaiser unter den fünf Kaisern und die thront in die Mitte. Also wenn du, das kann ich mal vielleicht so beschreiben, finde immer deine Mitte. Wenn da Stress gibt oder Spannungen oder Einflüsse von rechts und links und orientierungslos fühlst oder kannst du keine Entscheidung treffen oder fühlst du dich unsicher, dann nimm dazu Zeit, zurück in die Mitte und meditiere. Und komm zur Ruhe. Und das ist, betrachte das als Hilfe oder eine Botschaft für dich von diesem Stern Denebola. Dadurch öffnet diese Tür. Also hast du die Öffnung und natürlich, das ist auch schon diese Befreiung. Also so beschreiben das die chinesischen Astrologen. Aber jetzt für unsere westliche Astrologie wird das beschrieben. Das ist dieser Stern auch die himmlische Richter, Ursache und Wirkung, die Gerechtigkeit. Das bedeutet, wenn du das Gefühl hast, weil Gerechtigkeit Sinn hast, sehr ausgeprägt, wenn du das Gefühl hast, ah, das ist ungerecht und die hat mich verletzt und das ist, läuft wieder ungerecht, dann denk immer auf diese Denebola wieder und sag, also irgendwo im Himmel gibt es schon Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung und zieh dich zurück zu deiner Mitte, meditiere, komm zur Ruhe und dadurch fühlst du dich freier und das hilft. Noch etwas wird über diesen Stamm beschrieben, diese Denebola macht einen Wechsel. Dann haben wir im das war die fünfte Haus. Im sechsten Haus haben wir keinen Einfluss von anderen Sternen. Auch bei dem siebten Haustor sehe ich auch keinen Einfluss von anderen Sternbildern. Aber die achte Haus, was eigentlich die Wandlung bedeutet, oder etwas loslassen und etwas Neues zu beginnen, das ist sehr plutonisch, das ist die Skorpionhaus. Diese inneren Kraft zu holen oder Gefühlen zum Transformieren auch, diese innere Kraft zu haben, diese Tor, diese achte Haus, diese Tor wird auch von einem Stern bestrahlt und dieser Stern heißt Askelia.
Ich buchstabiere A-S, C wie Cäsar, E-L-L-A. Dieser Stamm befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Und Claudius Ptolemäus sagte über diesen Stamm aus, bringt Glück und Zufriedenheit. Die neunte Haus, das sind die höhere Bildung oder Ausland oder die höhere Zusammenhänge zu erkennen, bis in religiöse Richtung oder philosophisches Denken. Hier ist auch ein Stamm, wo bestrahlt dieser Tor, und dieser Stamm heißt Terebellum. Ich buchstabiere T-E-R-E-B-E-L-L-U-M. Und dieser Terebellum befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze, aber hat eine eigene Figur. Und wieder Claudius Ptolemäus beschreibt diese Figur als ein Viereck. Und das bedeutet für mich, versuche dein Leben diese vier Punkte finden. Das heißt, jetzt nicht vier verschiedene Richtungen, sondern versuch dein Lebenshaus aufbauen, so dass das ein stabiles Boden steht. Dass du in vier Himmelsrichtung oder die vier Wände aufbaust. Und die Zahl 4 oder dieser Grundstein in dein Leben, in dein Schicksal so aufbauen, dass in einem stabilen Boden steht, dass das in eine stabile, das ist für mich wie eine Planung. Man kann nicht ein Haus bauen ohne Bauplan. Und das muss einfach ausrechnen, dass das auch dieses Haus steht und nicht in einer wackeligen Füßen steht. Und hier sagt mir dieser Stamm aus, versuch dein Leben so gestalten, dass du diese feste Boden unter deinen Füßen spürst, diese Stabilität. Dann der höchste Punkt im Horoskop, was die Tor zu dem 10. Haus gilt, das Ziel, das Höchste, was man erreichen kann, wo man Anerkennung bekommt, und da sollst du auch kommen, das Krone des Baumes. Hier hast du auch einen Stern, und dieser Stern heißt Nashira. Ich buchstabiere N-A-S-H-I-R-A. Dieser Nashira befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock. Kommt von Arabischen und wurde so mal beschrieben von den alten arabischen Astrologen. Al-Sad al-Nashirach, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, wahrscheinlich nicht, aber ist auch nicht wichtig. Wichtig ist die Übersetzung, und dieser Stamm wird übersetzt, diejenige, die Glück hat. Und die gute Botschaft bringende. Also du hast da Glück in diesem Ziel zu erlangen, und das ist deine Berufung, und wo du dann auch Glanz und Anerkennung bekommst, und nicht nur dieser Glücksstern Nashira zeigt diesen Weg an, sondern dein Glückspunkt liegt auch hier. Also das ist auch nochmal zusätzlich. Ich habe noch einen Einblick in dein Solarhoroskop, was nichts anderes ist wie Jahreshoroskop. Und diese Jahreshoroskopen beginnen nicht im 1. Januar bis 31. Dezember, sondern immer von einem Geburtstag zu den anderen. Das heißt, von deinem Geburtstag, was bei dir dann im Juli ist, beginnt in einem neuen Lebensalter und dauert natürlich bis nächstes Jahr Juli. Die Aszendent in diesem Solarhoroskop oder Jahreshoroskop für dich ist Löwe. Also hol dein Löwe raus. Und
setz dich mal im Mittelpunkt und zeig diese Glanz an dir. Und nicht nur die Löwe befindet hier, was die Jahresthemen zeigt, sondern auch der aufsteigende Mondknoten, genauso sind wir wieder bei Dekano. Also lern das, dich im Glanz zu bringen, wieder so, wie das im früheren Leben auch gemacht hast, aber ein bisschen anderes und verspiele das nicht, sondern bau dieses Haus auf, dein Schicksal auf feste Boden und schau auch die Materie-Seite des Lebens auch an. Und dein Mond, deine Gefühle zeigen auch an Veränderung, ein Wechsel, eine Transformation auch. Und beruflich wirst du einen Neuanfang haben. Und du bist dabei, auch freier zu fühlen, dich zu befreien oder mehr Spaß am Leben zu haben, lachen oder mehr Leichtigkeit. Also du sollst, also die Leben, Jahresaufgabe ist, oder die Aufgabe, dein Lebensjahr ist sowieso verläuft das Jahr, dass du mehr im Mittelpunkt stehst, hast du auch karmische Lernaufgabe dabei, dass du deinen Gefühlen transformierst und alte Verletzungen loslässt, dass du beruflich einen Neuanfang hast, dass du das Leben mehr spielerisch betrachtest, wo du auch glücklich bist. Und dann in die kommenden Zeit kommt noch auch der Saturn-Einfluss zu deiner Partnerschaft, dass es auch in Ordnung kommt. Und zum Schluss vielleicht nochmal lese ich mal vor, was meine Botschaft war als Medium, als Erinnerung, vielleicht ist das gut wie eine Zusammenfassung. Deine Lernaufgabe ist gerade, deine Finanzen überprüfen und das in Ordnung zu bringen. In die Liebe kommt jemand noch entgegen. Dein Lebensweg ist, dass du hoch kommst und oben bist. Und deine Wurzel, deine Herkunft, da hast du noch Schmerz. Schau aber in andere Richtung, weil das soll dich nicht nach unten ziehen. Dein Ziel ist nicht unten sein, sondern nach oben zu kommen. Kehr zu dir selbst zurück. Und von oben, und damit meine ich die göttliche Energie oder Gott oder die Engel, wie auch immer, von oben bekommst du Hilfe und Unterstützung. Und ich bedanke mich für dein Anvertrauen und ich hoffe, dass ich einiges erklären könnte und wünsche dir alles Liebe und bedanke mich für das Zuschauen. Alles Gute, eure Dendera.